Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute zum Apex Legends Battle Pass, meine Meinung. Ja, let's go. Also ich muss dazu noch sagen, ich habe den Battle Pass vorher schon mal gesehen und ein paar Videos dazu gesehen. Aber ich versuche meinungslos an die Sache heranzugehen und einfach meine Meinung ja zu zeigen. Ja, so auf der ersten Stufe haben wir drei Skins, die meiner Meinung nach einfach langweilig sind. Dann haben wir einen Waffenskin, der auch ziemlich langweilig ist, wie eigentlich jeder Waffenskin. Dann gibt es noch was gratis. Ja. Dann gibt es irgendeine Anzeige oder sowas. Gibt es nochmal einen Waffenskin, der auch scheiße aussieht. Dann gibt es nochmal so einen. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Dann gibt es ein Abzeichen, das ist auch der größte Müll meiner Meinung nach. Opening season. No time for an FNG. Okay, dann gibt es so ein Sprachintro. Dann gibt es nochmal so etwas. Dann gibt es Apex-Münzen. Nochmal so ein Dreck. Nochmal so ein Dreck. Das Skin sieht ja etwas besser aus, aber ja. Dann nochmal so ein Drecksabzeichen. Ja, auch irgendwas. Dann nochmal das Apex-Münze. XP-Boost. So eine Truhe halt. Ein Rahmen. Weiteren Waffenskin. Nochmal so eine Anzeige. Nochmal so ein Direktabzeichen. Nochmal so ein Intro. Nochmal so eine Killanzeige. Dann Apex Münzen. Dann nochmal so eine. Ja, Hintergrund. Dann auch wieder eine Anzeige. Eine weitere Waffenskin. Dann gibt es nochmal so ein Abzeichen. Dann nochmals Apex Münzen. XP Boost. Killanzeige. So ein Hintergrund. Waffenskin. Apex Pack. Abzeichen. Apex Pack. Opening season. It's open. Ja, dann gibt es nochmals den etwas geileren Waffenskin, der etwas geiler aussieht, aber ja, halt auch nicht unbedingt speziell ist, aber wenigstens cool aussieht. It's opening season. Our path is set. Let's run. Open season. Yes.
dann kam ich auch zu Level 100, zum besten Battle Pass. Also, es ist ein reaktiver Skin, der sich halt verändert. Und dann gibt es auch noch das Bonuszeug. Das ist halt komplett in Gold und ja. Also meiner Meinung nach lohnt sich der Battle Pass nicht unbedingt. Vor allem muss man auch ziemlich viel XP farmen. Und ich glaube insgesamt muss man so 3 Millionen XP farmen und das ist schon ziemlich viel. Da muss man glaube ich jeden Tag so 3 bis 4 Stunden spielen und nicht jeder hat so viel Zeit den ganzen Tag zu spielen. Und deshalb finde ich es einfach nicht gut. Und ich würde es nicht empfehlen, den Battle Pass zu kaufen. Ich kaufe ihn auch nicht. Und was ich vor allem am dümmsten finde, dass man den Octane Skin separat noch kaufen muss und der nicht im Battle Pass drin ist. Weil dann hätte es sich wenigstens vielleicht noch gelohnt. Weil es geht ja eigentlich um ihn in dieser Season ein bisschen. Und deshalb hätte er meiner Meinung nach im Battle Pass drin sein sollen. Aber ja. Dann war's mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao! So Freunde, das war's mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, euer einfacher Janosch. Ciao.